Ich bitte zum Schlusswort zu unserem Parteitag Dietmar Bartsch auf die Bühne. Aber bevor, wenn Dietmar auf dem Weg ist, haben wir noch ein paar Ergebnisse. Ja, Angelika. Wir haben noch ein paar Ergebnisse für jeden einen oder anderen vielleicht von Interesse. Köln gegen Bielefeld 1:1, Frankfurt gegen Schalke 1:2, Bochum gegen Cottbus 3:2, Hertha gegen Gladbach 2:1 und Dortmund gegen Hoffenheim 0:0. Dietmar, du hast das Wort. Tja, können Sie ein bisschen höher? Das ist hier noch Pisi-Höhe. Ah, sehr schön. Bochum, Cottbus 3:2 und ich sitze direkt vor Brandenburg. Ne? Und, naja. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, der Parteitag hat seine Pflichtaufgabe erfüllt. Wir haben das Europawahlprogramm beschlossen und damit einen wesentlichen Baustein, einen weiteren Baustein gelegt für die Wahlerfolge des nächsten Jahres. Ich wünsche mir beim Europawahlprogramm vor allen Dingen, dass wir den Enthusiasmus, den wir um jedes Wort an den Tag gelegt haben, auch in den 5 Jahren bei der Umsetzung an den Tag legen, wenn wir unsere Europaabgeordnete dann entsprechend unterstützen. Das wäre eine wunderbare Sache. Die Linke, liebe Genossinnen und Genossen, geht hervorragend aufgestellt in die weiteren Wahlkämpfe des Jahres 2009. Wir haben allen Grund, sehr selbstbewusst in diese Wahlkämpfe zu gehen. Keine andere Partei wie unsere hat die Debatten in den letzten 2 Jahren so bestimmt. Und unser Erfolgsrezept ist eigentlich ganz einfach. Wir sagen, was Mehrheiten in diesem Lande wollen. Mehrheiten wollen nicht Armut per Gesetz durch Hartz IV. Mehrheiten wollen nicht, dass man von Arbeit, Mehrheiten wollen, dass man von Arbeit menschenwürdig leben kann und wollen daher flächendeckende gesetzliche Mindestlöhne. Mehrheiten wollen, dass Lebensleistungen anerkannt werden und dass Menschen nicht bis 67 malochen müssen. Und das Gute ist, dass im Jahre 2010 das nochmal überprüft wird. Und wenn wir stark genug sind, dann können wir auch dafür sorgen, dass diese Regelung verändert wird. Und Mehrheiten wollen nicht, dass Krieg wieder Mittel der Politik wird. Es ist doch völlig inakzeptabel, dass inzwischen 7.000 deutsche Soldaten in 11 Ländern sind. Diese Richtung der Politik ist von Mehrheiten in Deutschland nicht gewollt. Und zu diesen Mehrheiten... Zu diesen Mehrheiten zählen eben sowohl die Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger, da zählen sowohl die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter und andere in unwürdiger Beschäftigung dazu. Aber da zählen eben auch die Arbeiter bei Opel, die Arbeiter bei Märklin oder bei Schießer oder bei anderen Unternehmen, deren Arbeitsplätze jetzt gefährdet sind. Genauso aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich häufig am meisten selber ausbeuten. Sie alle laden wir ein, mit uns gemeinsam in diesem Land für Menschenwürde und für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Das, was wir in den nächsten Wochen und Monaten tun werden, heißt Wahlkampf. Und wir haben gezeigt in den letzten Wochen und Monaten, dass wir in Wahlkämpfen erfolgreich sein können. Ich will uns noch mal erinnern und auch ein Stück weit stolz machen, dass wir es geschafft haben, in den alten Ländern, in Bremen, in Hamburg und in Niedersachsen in die Parlamente überzeugend einzuziehen. Und ich will besonders daran erinnern, dass wir in Hessen den Wiedereinzug geschafft haben, und zwar gegen alle anderen Parteien und in einer nicht so ganz einfachen Medienlandschaft. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich will auch ausdrücklich Bayern mit dazu zählen, denn ich sage, 4,4 im ersten Versuch in Bayern sind auch ein Erfolg gewesen. Aber eines will ich denn schon sagen. Bei den nächsten 4 Landtagswahlen, da geht es nicht um Einzüge. Wenn wir eines ganz klar sagen, dass wir bei allen 4 Landtagswahlen, und zwar in Sachsen, in Thüringen, im Saarland und in Brandenburg, bei keiner Landtagswahl nur auf dem 3. Platz liegen werden. Wir werden überall mindestens 2., vielleicht sogar hier und da 1. Darum, liebe Genossinnen und Genossen, sollten wir bei den Landtagswahlen in Ernsthaftigkeit kämpfen. Und wir haben vor allen Dingen auch, und das ist wichtig für den 7. Juni, wir haben gezeigt bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein, dass wir auf Anhieb
hohe Ergebnisse erzielen können. Das war ein Riesenerfolg. Und wir haben auch in Brandenburg gezeigt, dass wir deutlich zulegen können. Wir waren ganz knapp hinter der SPD auf Platz 2. Das sind Riesenerfolge bei Kommunalwahlen gewesen. Und Angelika sitzt ja noch hier. Meine Freundin Angelika, da freue ich mich immer wieder sagen zu können, die erste Oberbürgermeisterin in einer deutschen Hauptstadt. Herzlichen Glückwunsch ein weiteres Mal. Das war nicht irgendwas. Diese Erfolgsserie, liebe Genossinnen und Genossen, können wir bei den Kommunalwahlen am 7. Juni von Baden-Württemberg bis nach Mecklenburg-Vorpommern fortsetzen. Und als wir angekündigt haben, dass wir nach Essen gehen, da hat Nordrhein-Westfalen dann entschieden, nicht am 7. Juni zu wählen, sondern erst am 30. August, weil die sich davon bestimmt nicht so schnell erholen. Liebe Genossinnen und Genossen, Europa am 7. Juni, 10 plus X ist unser Ziel und wir haben alle Chancen, dass wir das wirklich schaffen können. Wir sind die Partei, die im letzten Jahr bei den Mitgliedern am meisten zugelegt haben. Im Saldo plus 5.000, über 9.000 neue Genossinnen und Genossen, die zu uns gekommen sind. Und wir sollten uns in diesem Jahr das Ziel stellen, dass wir 10.000 im Saldo gewinnen im Jahre 2009. Das ist möglich. In den Wahlkämpfen werden wir mit unseren Themen und mit unseren Konzepten punkten. Wir haben das Europawahlprogramm beschlossen und wir werden auch im Bundestagswahlprogramm, was wir am 14. März im Parteivorstand verabschieden werden und wo schon viele mitgeschrieben haben, deutlich machen, wo unsere Konzepte sind. Aber was mir auch wichtig ist, wir sollten in diesem Jahr auch die Lügen und die Scheinheiligkeiten der Großen Koalition aufzeigen und uns mit ihnen auseinandersetzen. Ich will daran erinnern, dass diese Große Koalition mit der größten Wahllüge aller Zeiten gestartet ist und die Mehrwertsteuer um 3% erhöht hat, gegen alle Wahlaussagen. Daran müssen wir in diesem Jahr auch erinnern. Und es ist eben so, dass die Wahrheit des deutschen Jobwunders, von dem gesprochen ist, eben heißt, heute 3,5 Millionen in Arbeitslosigkeit und es sind viel mehr. Und dazu gehört eben, dass über 7 Millionen in unwürdigen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten müssen. Das ist die Wahrheit in Deutschland. Und zur Wahrheit der deutschen Sozialdemokratie gehört eben auch, 5 Minuten gibt's hier nicht. Also lasst mich dann noch zwei Dinge sagen zum Abschluss. Das eine ist, ich werbe im Wahljahr 2009 ausdrücklich für Geschlossenheit. Wir haben so viel gemeinsam, einen so großen gemeinsamen Inhalts- und Programmvorrat, dass das möglich sein sollte, dass wir unsere Gemeinsamkeiten voranstellen und geschlossen in die Wahlkämpfe ziehen. Notwendige und vernünftige Arbeit gibt es in diesem Land genug und wir haben gerade in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt, dass man öffentlich geförderte Beschäftigung auch wirklich finanzieren kann. Also, meine letzte Bemerkung ist die, wir haben dann gleich die Vertreterinnenversammlung. Und da wird es sicherlich hier und da auch bei den Plätzen hoch hergehen. Ich wünsche mir aber eins, dass nach der Wahl und nach Abschluss der Liste wir gemeinsam mit dieser Liste geschlossen in den Wahlkampf ziehen. Wir haben eine so riesige Chance in diesem Jahr. Es geht nicht nur um Parlamentssitze und Regierungszusammensetzung. Wir können im Jahre 2009 Deutschland politisch gewaltig verändern. Lasst uns diese Chance gemeinsam entschlossen wahrnehmen. Herzlichen Dank. Liebe